Schaut gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei für günstige Spielekeys. Link dazu in der Videobeschreibung. Und wir werden heute eine Graustat der deutschen Spieleentwicklung uns anschauen. Eigentlich wollte ich mir mehrere Graustaten der deutschen Spieleentwicklung angucken, aber leider sind die so grausig, dass die Graustaten auf aktuellen Rechnern einfach nicht mehr zum Laufen zu kriegen sind. Also wirklich maximal nicht funktionieren. Es ist Wahnsinn. Ich hatte eigentlich vor, Autobahnraser 1 bis 3 und den vierten Teil zu zocken, weil ich als Kind, ja, Computer, Bildspiele, CDs machen es möglich, Autobahnraser 1 und 3 vor allem sehr, sehr viel gespielt habe. Und die Jungs und Mädels von Davilex damals, die waren jetzt nicht unbedingt von Qualität geprägt und Fehlerfreiheit und sowas. Autobahnraser 1 und 2 hatten diesen ganz bekloppten Look, weil sie Fototexturen genommen haben. Und ab dem dritten Teil, ja, wurde es ganz schwierig. Ja, wie gesagt, der vierte Teil läuft unter Windows 10 mit ganz viel Hick und Hack und irgendwie gerade noch so, also beziehungsweise ich musste noch ein Voodoo-Tool oder so, Grafiktool drauf machen, damit es überhaupt auf meinem Main-Monitor läuft, weil sich sonst Autobahnraser 4 immer meine andere Monitore genommen hat, warum auch immer, und ich konnte es nicht umstellen. Der erste bis dritte Teil laufen nicht, beziehungsweise kann ich euch nicht zeigen, weil die entwicklungstechnisch seit Davilex so eine Vollgröße sind. Um euch das kurz zu erklären, das Menü des Spiels und das Spiel des Spiels, also das, wo man Rennen fährt, sind zwei verschiedene Programme gewissermaßen. Also sobald ihr auf Rennen starten geht, lädt das Spiel, aber das lädt dann nochmal ein eigenes Programm im Hintergrund. Was sehr lustig daran auch zu erkennen ist, dass wenn man das Rennen startet, vor allem die Infos angezeigt werden, welche Kontrolltasten man hat, aber das ist nochmal ein eigenes Fenster. Und das Problem ist, das kriegst du auf Windows 10 nicht zum Laufen. Also du kriegst das Menü zum Laufen, alles drumherum ist so baufällig und bricht in sich zusammen. Keine Chance. Autobahnraser 1 bis 3 auf Windows 10, ohne jetzt mir hier komplett 20 Jahre Entwicklungszeit da reinzuballern, lief nicht. Vierter Teil ist trotzdem genauso scheiße. Ich glaube, der ist sogar noch ein bisschen beschissener. Dementsprechend passt das. Da haben wir auch genug Spaß mit. Ja, der erste Teil ist auch noch gut, muss ich sagen, Exarion. Also den ersten Teil von Autobahnraser habe ich sogar recht viel gespielt. Damals, als ich mir geholt habe. Vor allem gibt es dann Trabi, also mit dem, der heißt nicht Trabi, aber wisst, wie ich es meine. Der war sogar ganz cool, der war auch relativ solid. Ab dem zweiten Teil, ich sag mal so, war jetzt die Qualität nicht mehr im Vordergrund. Es gab dann noch Autobahnraser, das Spiel zum Film, weil es gab einen Film zum Spiel. Und es gab auch noch Urlaubsraser und, aber wie gesagt, die sind alle entweder kaum zu bekommen oder laufen halt, also wirklich, sie laufen halt alle größer. Und ich wette auch, Autobahnraser 4 wird heute das ein oder andere Mal abstürzen. Oh, ich habe das schon mal gespielt damals, habe ich ein Let's Play schon mal gemacht. Oh, muss ich mal, habe ich schon mal gezockt, habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, wir werden es auch erstmal mit Controller probieren. Also ich habe Controller angeschlossen. Nebenbei kann ich zeige euch gleich die Optionen, sind ein Träumchen. Weil es gibt nur 4 vorgefällte Controller-Settings, nichts mit, du kannst dir selber deine Tasten belegen, schön wär's. Deswegen ist Gas auf A, Bremsen auf B und X ist Nitro. Ich habe keine Ahnung, wer sich die Graustat ausgedacht, aber holy fuck, Alter. Genau, die Steuerung im Controller ist ungefähr vergleichbar mit, guck den Stick falsch an und mach so ein 80 Grad wenden. Fährt sich ziemlich wonky und das ist mit der Tastatur aber auch nicht anders. Das ist allgemein einfach nur echt nicht gut. Jetzt ist der Chat nicht gewandert. Okay, ich muss euch gleich wieder herholen, ich sehe euch jetzt gerade nicht. Aber wir gucken uns das Intro kurz an, danach versuche ich den Chat wieder dahin zu holen, wo ich ihn gerne haben würde. Haha, ich sehe ihn momentan nicht. Lasagne väterlicherseits, danke schon wieder mal Bits. So, Intro. Es ist halt leider schon wieder lustig. Das Intro persönlich finde ich gar nicht so trash, bin ich ehrlich. Das finde ich schon fast wieder gut. Vor allem für 2002 finde ich es echt in Ordnung. Die Menü-Sounds sind asozial laut. Wartet. Also ich hab's für euch schon sehr viel leiser gestellt, weil ich zeige euch mal die Optionen gerade mal. Es gibt eine Option für Audio. Das ist ja schön, aber für Musik, und jetzt denkt man natürlich, ey, wenn ich Soundeffekt leiser stelle, dann wird doch dieses Wum, Wum, Wum von den Menüauswahlen leiser. Das wäre, wenn man natürlich vernünftige Spielentwicklung betreiben würde. Nein, nein, das bezieht sich nur auf alles außerhalb der Musik im Game. Das hier, das kannst du nicht leiser stellen. Es gibt keine Option dafür. Das geht ja einfach immer auf den Sack. So, jetzt kommen wir noch auf die einen anderen Sachen. Die Einstellungen. So, das sind die Controller-Einstellungen. Wir sind auf einem Joypad unterwegs, liebe Leute. Ja, damals hieß das noch Joypad, nicht Controller. 2002, wilde Zeit. Und es gibt 4 verschiedene Settings.
um mal kurz zu beschreiben, Button 1 ist A, Button 2 ist B. Am liebsten hätte ich natürlich das Ganze auf A und X auf dem Controller, aber diese Option gibt es einfach nicht. Also es gibt die Option halt wirklich nicht. Weil ich hatte mir bei Automan Raser 3 mal, weil ich habe es auch versucht zum Spielen natürlich zu kriegen, ich erzähle jetzt gerade mal ein bisschen Schmankerl aus der Automan Raser Geschichte, habe ich versucht zum Laufen zu kriegen und da habe ich natürlich auch meine Dateien rumgeguckt. Vielleicht kannst du ja mal gucken, ob du irgendwas in der INI umschreiben kannst, dass vielleicht irgendwas wieder besser läuft. Da war das Problem schon, ich habe schon die INI aufgehört zu Config und da standen wirklich die Fahrernamen drin, wie die Fahrer sich zu verhalten haben. Alter, die komplette Spielmechanik war in einer INI-Datei zusammengefasst. Da kann man sich dann ungefähr denken, wie komplex das Ganze laufen kann, wenn eine INI-Datei für alles zuständig ist. Es ist schon echt nicht gut. Ja, wild, wild. Na gut, so, wir gehen mal rein in den Wettkampf, weil das ist die Hauptmission, die es in dem Spiel gibt. Es gibt keine Beschreibung, was die Sachen machen. Und man muss sagen, der erste bis dritte Teil sind noch ein bisschen mehr haben noch ein bisschen mehr Details. Der vierte Teil ist schon so ein bisschen. Er läuft zumindest. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. So, wir gehen rein in Taxi Raser, gibt's auch noch. Ja, oh. Wettkampf. So, wir nehmen Spieler-Info. Wir nennen uns natürlich. Man könnte natürlich auch einfach eine Tastatur nehmen, aber. So ist doch viel wilder, Leute. Wenn ich einfach für jeden Buchstaben durch diese Kackreihe hier durchswischen muss. Alter. So, Leute. Wer sind wir denn? Also, wir haben hier verschiedene Stats. Jetzt mal darauf geschissen. Da achten wir jetzt mal drauf. Wir haben mehrere Charaktere. Wir können Manfred fahren. Manfred. Ah, ich erzähle mal eine kleine Story zu Manfred. Oh, Manfred fährt einen schönen Opel Kadett, ne? Schickes Kart. Ist da der Manfred da? Ist vom Beruf Bauer. Und kommt aus Stuttgart, ne? Ja, fescher Typ. Dann haben wir den netten Manfred. Nick. Klaus hieß er, so, Mann, nee, der ist Klaus, so, jetzt ist richtig. So, dann aber den netten Klaus, ne, der ist, hier, ne, ich, keine Ahnung, ob das ein Renault, Audi, was auch immer da im Hintergrund sein soll, ne. Der ist schöner Bankier, ne, hier schön Bankkaufmann, der nimmt euch schön die Kohle ab, wenn er will. Und kommt natürlich, ja, wo soll es da sein, in München wäre natürlich ein bisschen, Frankfurt wäre natürlich ein bisschen sinnvoller, aber na gut. Dann haben wir noch den Jens, ne, der Jens, der ist hier, der fährt einen schönen Hatchback, der weiß, was gut ist. Der hat, nebenbei, das Ding sieht von vorne aus 1:1 wie ein Ford Focus, Ford Mondeo eher. Ist Journalist und kommt natürlich aus Hamburg, der Medienstadt. Ihr wisst Bescheid, wunderbar. Ne? Hier, das ist der Jens. Dann haben wir noch den Thomas. Ne? Der Thomas, der fährt einen Clio V6, würde ich fast sagen. Ist Musiker und kommt natürlich aus Dortmund. Ne? Der lebt im Beach. Aber ist einfach ein Clio V6, den der Thomas fährt. Also Thomas hat an sich die krasse Karre. Dann haben wir noch die Julia. Ne? Die fährt einen schönen Mini, also glaube ich, Fahrzeugklasse Profi. Warum auch immer der Mini Profi-Fahrzeug ist. Schauspielerin und kommt natürlich aus Berlin. Ne? Muss das sein. Und dann haben wir Ihorn, der ist natürlich der Softwareentwickler unter den Jungs und kommt aus Frankfurt. Und sieht aus wie der letzte Vorzeigetürke. Das klingt jetzt total falsch, aber so wie man Türken sich halt zum Beispiel bei Manta Manta noch vorgestellt hat und nicht mehr im Jahr 2002. Und für dieses fesche Renault Megane Cabrio, würde ich sagen. Aber Money, wir müssen eigentlich Money nehmen. Money muss ran, Money muss, sagt er. Der Manfred muss ran. Muss ich mir ja fast die Tolle wieder aufsetzen, ne? Scheiße aufgesetzt kriegen. So, das funktioniert schon irgendwie so hier, Leute. Ich sag es euch, ich fühle das schon. Oh, vor allem, dass mir brutal warm wird. So, ah, schön ist es. Ja, Manfred hat noch graue Haare, aber wir fahren Opel Kadett, liebe Leute. Kadett. So, wir spielen auch einfach, ne? Also, weil kein Scheiß, das Spiel wird mir schon genug wehtun. So. Willkommen beim Rennen Berlin Richtung München. Du hast nur 35 Punkte. Du brauchst 10 Punkte, um dich für den Deutschland-Wettkampf zu qualifizieren. Ja gut, gehen wir mal rein, ne? Erste Strecke ist Berlin, 4,1 Kilometer. Nebenbei, das Spiel ist Autobahnraser, aber man fährt... Ich weiß gar nicht, fährt man bei Autobahnraser 4 überhaupt über Autobahnen? Ich glaube recht wenig, wenn ich nicht ehrlich bin, ne? So, hier, wir sehen, wir können Auto reparieren, Nitro kaufen oder für 3000 tunen und können hier noch die wilde Farbe ändern. Aber muss natürlich sagen, ich finde auch sehr geil, dass die Seitenscheibe durch die Tür glitscht. Das ist natürlich auch ganz schick. Und wie gesagt, mit Upgrade ändert sich auch die Optik, aber wir können es momentan nichts leisten, deswegen rein da! Ah, dieser Pixelbrei. Da geht mir einer ab, sag ich euch. Die Luzi geht mir da ab hier, so. Dann zeigen wir dir mal, was eine Hake ist, sag ich euch hier, ne? Manni, komm. Wie gesagt, die Störung ist brutal böse empfindlich am Controller. Fährt sich absolut scheiße und unser Kollege hier mit unserem Clio Renault-Verschnitt, der ist hier auch ein bisschen drunk, sag ich euch. So, da vorne ist Cash, das brauchen wir natürlich, weil Money will sich natürlich einen schönen, krassen Kadett bauen. Ich sage, wie das ist. Ja, Kadett baut sich nicht von alleine, Junge, bist du drunk. Ja, hier ein bisschen Nitro. Guten Morgen. Berlin bleibt unter wechselhaften Wettereinfluss. Ab und zu muss mit Schauern gerechnet werden, doch die meiste Zeit bleibt trocken. Die Temperaturen pendeln zwischen 17 und 20 Grad. Tja, Summer in the City. Danke, Summer in the City und der DJ ist da. Keine Sorge, noch findet man den funky und cool.
Und der Punkt wird kommen, wenn man sich denkt, scheiße, was mache ich hier? Wenn man diesen DJ einfach nur scheiße findet. Ich sag, wie das ist. Also es kommt zu dem Punkt, wo man sich einfach denkt, so, Digga, bitte. Halt doch einfach mal. Ja, moin, Policia. Bitte, sei einfach ruhig. Erzähl mir doch was von, keine Ahnung, erzähl mir doch. Meine Fresse hier! Und hier noch eine Blitzer-Blitzer-Warnung. Fußball auf der Prenzlauer Allee. Dort stehen seit heute Morgen unauffällige schwarze Kästchen, die Schnappschüsse zu überhöhten Preisen schießen. Der typische deutsche Gag so, ey, Uwe, passt doch mal auf, ne? Da drüben, verstehst du? Da steht wieder diese Pfoten. What the fuck? Da steht. Ja. Ja. Autobahnraser. Da steht wieder hier so ein Blitzer, ne? Ey, der macht total unscharfe Fotos nach so Wucherpreisen, ne? Verstehst du? Ne, ich mein Blitzer, ne? Keine Fotobox, aber verstehst du, lustig. Das ist so typisch deutscher Humor, so cool. Der macht so überteuerte Fotos für in Schwarz-Weiß. Billig. Das machst du auch nur als Deutscher, so dumme Gags, Alter, ehrlich, ey. Lass mal nicht mit der Musik. Ich glaube, es gibt 3 Lieder im Spiel. Die malträtieren einem nach Rennen 1 schon den Kopf komplett. Das ist ganz angenehm. Also nicht. Es ist unangenehm. Versteht mich nicht falsch. Unangenehm. Gott, dieses Handling. Hör auf, zickzack zu fahren. Ah! How much is the fish? Das ist wirklich jetzt Spielbeste einfach so. Aber ohne Lizenz. Wie mit den Autos. Sie hatten kein Geld dafür. Also hat man dann. Da hat man dann wirklich den richtigen Hans-Peter Ruhe gehört. Das ist Hans-Peter Baxter. Ja, der hat gesagt, das ist der Tubel von dem. Ja, der kann das genauso. Ich sag es euch. Nur für weniger Geld, Leute. Beendet. Ja, passiert jetzt auch noch was? Hallo? Ah, ich muss Enter drücken. Dankeschön. München ist es jetzt. Stadt und Autobahn. Wir haben 3000. Ja, da wird erstmal ins Tuning investiert. Rein da. Fuck, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich muss ja K für kaufen drücken, weil das ist ja auch intuitiv. K für kaufen. Wer kommt denn natürlich da nicht drauf? Ja, ich habe jetzt Eingabe gedrückt, weil ich dachte, dann kaufe ich es ja. Nein, mit Eingabe geht's los. Gut, dann kaufen wir gleich was. Sorry, Leute. Ich habe nicht an K wie kaufen gedacht. Meine Intuition war immer nicht richtig. Das Spiel weiß, wie es richtig ist. Klasse K für what the fuck eher. Hallo, ich will das Geld. Ja, moin. K für was für eine Scheiße. Dieses Handling ist einfach so eine Verunstaltung von Arcade-Racern. Wenn du überlegst, ein Jahr später kam Underground 1 raus und schrubbt hier mit dem Boden auf. Ich sag es dir. Achtung, Achtung, es erfolgt eine wichtige Mitteilung. Da die Biergärten aufgrund des nassen Sommers zu leer sind, haben die Inhaber beschlossen, an jeden, der ohne Regenschutz dort mindestens eine Stunde ausharrt, dort gratis Mods Bier auszuschenken. Also, Bier gegen nasse Unterhosen. Okay. Es ist halt so typisch deutsche Merkur Blitzer wegen Fotos und Biergarten, weil Deutsche. Es ist wirklich so anstrengender Humor, ne? Es ist halt einfach nur anstrengender deutscher Humor. Da ist nichts. Ich will die scheiß Dinger zum Einsatz. Ah, Mann, Alter. Ich will nicht zickzack fahren. Oh, hier ist sogar ein bisschen Autobahn. Ui, Autobahnrasen auf der Autobahn. Endlich wieder Sonne. Wie sich gehört für Bavaria-Land. Es wird heiter bei fantastischen 23 Grad. Lasst den Sommer in eure Herzen mit dem sonnigen Hit von Radio Switch FM. Lasst den Sommer in eure Herzen. Alter, ich will das gar nichts in meinen Herzen. Ich krieg einen Würgreiz. Das krieg ich in meine Herzen. Die Autobahnraser-Teile waren halt von vornherein Trash. Also das war ab dem ersten Teil schon einfach purer Trash. Aber man muss ja sagen, es ist... Irgendwie gehört es auch zur Spielkultur dazu. Also wie gesagt, mein erstes Spiel war... Ich glaube, entweder Nice 2 oder Autobahnraser 3. Also ich bin mit dem Scheiß aufgewachsen, ne? Also die Spiele haben mich nicht davon abgehalten, irgendwie doch Rennspiele mögen zu wollen. Mein Vater hat... Ich habe damals Autobahnraser 3 gespielt und mein Kopf hat mir nicht gesagt, so Digga, lass mir den Rennspielen, dann lassen wir mal böse sein. Das ist echt keine gute Idee. Such dir was anderes aus, aber keine Rennspiele. Mach irgendwas, was, keine Ahnung, nicht so scheiße ist. Aber nee, ich habe dann Gott sei Dank auch noch die guten Perlen unter den Rennspielen entdeckt und dann ging das. Ja, dann hat sich das gelegt. Wer mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs ist, war Nice nicht da, Vilex? Doch, es war auch da, Vilex, oder nicht? War nicht Nice auch da, Vilex? Ich jetzt verwechsel ich mich gerade. Oder verwechsel ich gerade? Was hat da, Vilex denn noch verbrochen? Oh Gott, ey. Nice ist von Synetic. Ah, das sind wieder andere. Okay, das waren schon wieder andere Leute. Ah, ja, sorry, ich weiß nicht warum, Synetic und Davilex immer durcheinander. Ich bringe Synetic und Davilex immer so ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht warum, die sind für mich irgendwie auf einer Stufe. Davilex hat Knight Rider, Miami Vice, GSG 9 und Cobra 11 noch zu verantworten. allein diese Namen. Ey, dass sie die Kack-Knight Rider-Lizenz bekommen haben. Wer hat denn da gesoffen und gesagt so...
Die Jungs von Darylex, da haben die Autobahnrasenspiel gemacht. Lass mal die Nightweller-Leute machen, die wissen, was Grid gut ist. Wer hat gesoffen, hat gedacht so, that is it. Berlin 2, kann ich mein Auto kaufen? So, jetzt Car für Tuning. Kriegen wir jetzt ein Bodykit? Du musst jetzt dein Fahrzeug reparieren. Da ist doch gar kein Schaden dran. Egal, jetzt. Er ist jetzt tiefer und hat eine Two-Tone-Lackierung, meine lieben Damen und Herren. Eieiei, 20k kostet nächstes Upgrade, aber das sieht schon, das ist schon wild, oder? Eieiei, das ist aber schon ziemlich geil. Darylex hatte nur 10 Mitarbeiter. Manchmal sollte man einfach andere Hobbys nachgehen. So, ich habe jetzt mal auf euch kurz die erste Flasche leer gemacht, weil ich ein bisschen, ich sag mal, Temperaturprobleme unter meiner Friese bekomme. Ich will jetzt nicht sagen, warum, aber Manni hat ein sehr gut gefülltes Haarkleid. Darylex wurde sogar mal abgemahnt wegen einem Spiel. Das ist aber komisch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das zustande kam. Ja, danke, alter Drunk as fuck. Achtung, Schweinealarm. Gestern Abend wurde eine Familie im Tiergarten je beim Grillen durch ein Wildschwein unterbrochen. Der Familienvater konnte sich nur noch durch einen Sprung in den neuen See vor der wild gewordenen Sau retten. Mittlerweile wurde der ungewöhnliche Besucher wieder zurückgebracht in den Berliner Forst. Schwein gehabt. Ich trinke jetzt kurz auf die 5 Giftstabs. Danke, Loroco. Erstmal Dankeschön, dass du mich gerade befreist. Ich muss mal kurz von der DJ. Ich möchte in sein Büro gehen und ihn erdrosseln. Ich möchte ihn erdrosseln. Aber er hat ja Schwein gehabt, also ist ja alles gut. Er hat ja Schwein gehabt. Oh, ich fühle Unwohlsein. Nein, Rennen beenden. Ah, oh, fuck it. Ja, ist egal. Wir machen einfach weiter. Ist Bums. Wir haben ja nichts verloren. Ich habe das Gefühl, wir kriegen dieselbe Textline jetzt nochmal, weil das so lustig war und die Entwickler mir das unbedingt nochmal am Ohren, dass es geskriptet war. Es ist wirklich geskriptet. Da aber dieselbe Scheiße wieder. Nein, ich will nichts mit Schweinen hören. Ich finde auch dieses Menüdesign ist geiler. Nein, die Schriftarten, dieser Farbverlauf. Junge, der bewirkt alles bei mir, aber keine Aggression, wollte ich sagen. Freude bewirkt der, Freude. Ich freue mich für die Entwickler, dass sich jemand das gibt. Ja. Farb-Crash-Physik. Im Hintergrund. Ah, jetzt ist alles gut. Du musst den Polizisten einfach nur mal richtig assi in die Wand rammen, dann weiß ja auch schon, wer das Sagen hat. Ey, bei der Crash-Physik ist jetzt undercover im Hintergrund am Klatschen, denkst du so, Digga, how the fuck? Cheer Legend, dankeschön für deine Donation. Viel Spaß mit den Spieleperlen, dankeschön. Eigentlich müssen wir uns das während der Fahrt jetzt reinsuppeln, ne? Die Polizei hat doch eh nichts zu sagen. So, weiter geht's. Wir spielen ja auf einem leichten Spiel jetzt gerade. Ich kann es mir erlauben, während der Fahrt zu saufen. Achtung, Horoskop-Alarm. Für alle Widder unter euch, bleibt lieber zu Hause. Denn die Sterne prophezeien nichts Gutes für heute. In der Liebe geht's bergab und die Finanzen stehen auch nicht zum Besten. Bleibt also lieber im Bett. Alter, jetzt kriegst du das Horoskop vorausgesagt. Halt Backen jetzt! Und den Besten aus den letzten 2 Jahrzehnten. Aber das muss ja auch irgendwer abgesegnet haben. Jeder saß bei Darylex so. Wir machen einen DJ rein. Ja, und dann redet er über ein Schwein, was ausgebrochen ist. Dann über Blitzer, ein bisschen Horoskope. Und dann findet er, dass es ganz geil ist, dass wir Summer in the City haben. Ja, und sonst hast du irgendwas gesoffen. Nicht genug, damit wir das Spiel irgendwie so auf den Markt bringen können, ohne uns dafür zu schämen. Ich frage mich auch, man muss auch wirklich sagen. Also, klar, es haben nicht viele Leute gearbeitet, aber ich frage mich jedes Mal, what the fuck? Wie hat Darylex sich über Wasser gehalten? Also, nicht in Ernst, ist das wirklich eine ernstgemeine Frage? How the fuck hat die Firma es geschafft zu leben? Das kann sich doch mit den Spielen nicht refinanziert haben. Also, geht bei mir nicht in den Kopf rein, wie sich das refinanziert haben soll jemals. Wie lange gab es Darylex eigentlich noch? Irgendwann muss doch der Punkt gewesen sein, wo das mal gekippt hat. Glückwunsch, du bist qualifiziert. Dankeschön, ich habe nur Silber bekommen, warum mal. Naja. Ich finde auch geil, die Rennstrecken als einfach München 1, 2, 3. Da hat sich auch keiner eine Mühe gemacht, es irgendwie zu benennen. RTL und die Bilder haben Darylex genug finanziert. Ja, stimmt. Computerbildspiele hat das da ja die ganzen Autobahnraser-Spiele auf jeden Fall unter die Menschen gebracht. Was, du willst kein Autobahnraser? Dann kauf mir die Computerbildspiele, dann willst du Autobahnraser. Wie gesagt, ich muss sagen, also jetzt mal ehrlich, ich habe den dritten Teil sogar echt gerne gespielt als Kind. Ne? Ich habe den auch unfassbar gerne gezeigt. Hätte ich euch unfassbar gerne gezeigt. Weil der hat eigentlich eine ganz coole Streckenauswahl, die Polizei ist ganz cool. Also der vierte Teil ist im Gegensatz zum dritten wirklich Trash. Der dritte hat, wie gesagt, eine coole Fahrzeugauswahl, die Maps waren ganz cool, hatte ein cooles Schadensmodell. Also wirklich, den dritten Teil, auch wenn er halt nicht geil war, fand ich ihn halt trotzdem mit dem besten Teil der Serie. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Erneut die berühmt-berüchtigte Brezel-Süd-Weißwurst-Party. Nächsten Freitag ab 21 Uhr im Bunker. Yay, die Bayern alle in deinen Topf werfen? Check! Alle fressen da nur Weißwurst. Die scheiß Bayern. An die ersten 10 Anrufer. Also ran an die Drehscheibe. Warte mal.
2002, was hatten wir für Telefone? Hatten wir Drehschalltee? Ich bin jetzt echt, ich muss gerade mal überlegen. War es vor 20 Jahren? Hatten wir eine Drehscheibtelefone noch? Drehscheibe waren die Dinger, wo du so halt gedreht hast im Telefon und die so ausgewählt hast. Aber es war 2002, hast du doch schon ganz normale Tasten, oder nicht? 2002 hatten wir Klapp-Pennys, ja? Okay, Davilex, einfach die Entwicklung von dem Spiel ist einfach schon 92 eingegangen und dann hat man die Texte nicht höher bearbeitet. Ja, aber ihr wisst nicht, ich habe ihn gerade einfach umgebracht. Auch nicht schlecht. Muss man aber auch machen können. Einfach manchmal die Gegner in die Wand klatschen. Was nicht mehr da ist, kann sich nicht mehr wehren. Haha, easy. Und das Handling ist halt, also es war, man muss sagen, Automatenraser 1 bis 4 haben alle scheiß schwammige Physik. Ich bin auch ehrlich, ich habe euch versucht, auch irgendwie wollte ich hier nach eigentlich nur Automatenraser das Spiel zum Film machen, aber ich habe einfach keine Seite gefunden, wo ich es runterladen konnte. Also ich bin auch ehrlich, dafür wollte ich kein Echtgeld ausgeben und Davidex kann mich auch nicht verklagen, den gibt es nicht mehr. Dementsprechend, aber ich habe es nicht gefunden, wo man es runterladen kann. Also mal nicht die PS2-Version. Ich wollte es nicht emulieren, weil ich mir sehr stark vorstelle, dass der PS2-Emulator dieses Spiel maximal hassen wird. Kannst du hier Mediamarkt mal fragen, die halten mich für komplett bescheuert. Was Automatenraser? Wir haben auch Spiele mit Qualität. Wollen sie irgendwas haben, wo sie Spaß dran haben? Oder wollen sie einfach nur Geld verschwenden? Haben sie irgendein Problem, wenn sie was loswerden wollen? Wir nehmen Spenden gerne an. Die können das Geld auch einfach hier lassen und wir spenden das für irgendein Tierheim. Das ist besser angelegt. Wer mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs ist, sollte die Erhardstraße und die Steinsdorfstraße weiträumig umgehen, die aufgrund der Isar-Gaudi gesperrt sind. Party on! Das Problem ist, wir wiederholen uns jetzt schon von den Texten. Im fünften Rennen. Damit ihr ungefähr wisst, wie sehr man sich da an den Content gedacht hat. So, ah Leute, Content, ja. Scheiße, haben wir verplant, oder? Content? Hat jemand an Content gedacht? Wie, was? Inhalte? Oh, nee, hat keiner dran gedacht. Okay, super. Nee, hat keiner dran gedacht. Sorry, Chef. Oh Gott. Ich glaube aber, GTI Racing ist aber nicht von Davilex, oder? Ist GTI Racing nicht von den Leuten, die World Racing gemacht haben? Ja. Diese Fahrphysik, Digga. Die macht einen wütend. Sommer in der Stadt, liebe Leute. Summer in the City, ne? Summer in the City, ne? Wir haben Summer in the City. Ich will doch einfach nur hier hinfahren, damit ich das Geld einsammeln kann. Mehr will ich doch gar nicht. Oh Gott. Fuß vom Gas, Blitzer waren und da steht so ein schöner Schmutter Kasten, der macht hässliche Fotos in die Geld. Ah, deutsche Witze. Wie viel hat das Spiel neu gekostet? 30 Euro? Ich war schon voll. Also nicht voll. Doch, damals Vollpreis hätte ich doch, würde ich schon sagen, oder? Also ich würde schon sagen, dass es Vollpreis war. Was frech ist, wenn man natürlich gerade drin überlegt. Ich finde aber auch geil, dass wir gefühlt dieselben Strecken immer wieder fahren. Das Spiel hat auch gar keine Abwechslung, Alter. Jo, das war. Ja. Fahrphysik. Es sind doch immer dieselben Lieder, Alter. Die haben mir ja nicht mal Lizenzen gekostet, Lieder. Da hätte man ja nicht irgendwie ein, zwei weitere mit ein bisschen. Also. Ja, ging auch. Fahrphysik, ich habe da gar nicht hingelenkt. Warum sind wir hier drüben? Wir spielen nicht Need for Speed Undercover. Sorry, ich wollte Need for Speed Undercover nicht so in den Dreck ziehen. Es tut mir leid. Nee, es heißt Swoosh FM. Swoosh. Also. Weil das damals ein beliebtes Geräusch war, glaube ich, an sich. Nämlich Swoosh-Geräusch. Ich habe keine Ahnung, warum das so heißt. Ich weiß doch auch nicht. Ich spiele es mit Controller, es geht auch mit Tastatur, das macht das Ganze aber nicht besser, aber auch nicht schlechter. Es bleibt auf einem Level. Da tut sich einfach nichts. Das ist einfach Bums. Ich will das Geld noch mitnehmen, komm. Geradeaus fahren! Lenk doch! Meine Fresse, du besoffene Scheißkarre! Ich bin Zweiter geworden. Alter, fuck you. Warum fahren die Impfer am Anfang immer nach rechts und in alles, in jeden rein? Warum seid ihr so? Warum macht ihr das? Hallo? Alter! Genau, Fahrphysik, liebe Kinder. Das jetzt mal bitte einmal mitschreiben, das wird im nächsten Test wichtig. Ja, das ist testrelevant. Um es aber noch etwas präziser zu machen, die nächsten Tage werden heiter bis wolkig mit Temperaturen bei etwa 20 Grad. Vor allem, dieser DJ ist halt auch überhaupt nicht hilfreich für irgendwas. Er gibt Wettervorhersagen. Es können mir als Spieler nicht mehr scheißegal sein, wie das Wetter wird. Das muss man ja sagen, so. Ja, Wettervorhersage. Was ist das jetzt für... Alter, diese Fahrphysik! Wie hilft mir das jetzt im Laufe des Spiels weiter? Oh, Wetter wird schlecht. Ja, schön. Wir haben hier keinen Wetterverlauf. Also Bums, was im Wetter ist. Ich will das Geld mitnehmen, danke. Ah, die sind ja schon wieder hier. Die sind sich gegenseitig am Besteigen. Mach ich mal mit. Einfach mal wild reindenken. Man hat all diese beiden Städte zusammen. Und wenn ihr mir nun auch sagen könnt, wie viele Brücken das ungefähr sind, spendiert euch Radio Switch FM ein schönes Wochenende in einem Hamburger Nebel. Er fliegt mir einfach komplett vor der Karre durchs Bild, Alter. Was ist denn da? Jetzt hör doch auf mich reinzufahren! Was ist denn deine Mission? Hallo!
Was zum Geil? Hamburg hat mehr Brücken als die anderen Städte, das wollte er sagen. War schwierig zu verstehen, nuschelt ein bisschen. Alter, ey. Habt ihr schon einmal den Kick erlebt, wenn man an einem Gummiseil 130 Meter in die Tiefe stürzt? Nein. Wollt ihr es erleben? Nein. Radio Push FM verschenkt an die ersten 10 Anrufer einen Bungee-Jump vom Telemichel. Jetzt anrufen und mal nicht auf Mannis gut gemeinte Warnung hören. Dicker, diese Fahrphysik macht mich wahnsinnig. Ey, Crashes sind überhaupt nicht nachvollziehbar. Du hoffst einfach, dass du keinen Überschlag... Und vor allem keine Slow-Mo aktiviert. Also, hallo! Und das machen wir jetzt? Hallo? Gibt's noch eine Reset-Taste? Da. Junge. Mal gucken, ob die KI auf mich wartet, ob ich jetzt letzter... Alter, was ist denn los in diesem Rennen? Nicht geil, ich gehe ins Pausenmenü, Radio, Swoosh FM, redet mir trotzdem weiter in den Text rein. So, Digga, ich drück die Pausentaste doch nicht aus Jux. Halt doch Backen jetzt. Ein Polizei hier auch mit Nitro unterwegs. Vielen Dank. Eieiei. Alter, ich werde diese Meisterschaft gerade nicht gewinnen, weil mir das Spiel gerade einfach mich physikalisch so hops nimmt. Jetzt hat mir der Gegner sogar das scheiß Nitro geklaut. Ich rast aus. Ah, er wurde gerade von der Polizei weggehämmert. Haha. Aber ich werde nur Dritter. Naja, soll für die Mannschaft trotzdem reisen, glaube ich. Halt's Maul, ich will jetzt kein Radio Swoosh FM mehr hören. Maul jetzt. Können wir uns das leisten? Sehr gut, wir müssen natürlich reparieren, richtig? Natürlich, Fahrzeug ist ja wieder kaputt. So, jetzt aber. Hallo, es ist Keile. Große Auspuffanlage, geile Whims und eine Katzentreppe. Wenn das nicht mal lit as fuck ist, dann weiß ich aber auch nicht, liebe Leute. Und mehr Leistung, Leute. Jetzt geht's richtig Kasala hier. War vorher schon unlenkbar, jetzt ist es noch unlenkbarer. Es kann nur besser werden. Wow. Weil was ist geil, wenn eine Fahrphysik schon nicht funktioniert, du willst es einfach noch schneller haben. Das macht die Fahrphysik einfach besser, weil unberechenbar mit unberechenbar kreuzen. Minus mal Minus ergibt Plus. Bam, easy. Mathematik. So einfach. Jaha, es regnet die ganze Zeit, die ganzen Biergärten haben keine Kohle, gib mir aber nicht auf den Sack damit. Ich bin Autofahrer, als wenn ich mir jetzt hier die Hucke vollsaugen gehe, obwohl ich bin Autobahnraser, ich bin Verbrecher. Die Polizei ist in dem Spiel auch einfach so unnütz, ne? Wie gesagt, beim dritten Teil macht die halt wirklich Bock, also der dritte Teil ist wirklich schon so Trash, der macht aber Laune. Und Autobahnraser 4 ist einfach nur Trash. Also da gibt's halt nichts mit, macht mehr Spaß. Das stimmt, ich saufe ja doch. Kennt ihr das? Ihr trinkt schon während des Streams so viel, dass ihr einfach selber euch schon einredet. Ich trinke doch gar nicht. Ich hab doch gar nichts getrunken. Herr Officer, ich bin komplett nüchtern. Also ich weiß gerne, was wir haben. Die Corona-Flasche? Die ist nicht von mir. Die hat der Stream getrunken, ja? Also da möchte ich mich jetzt mal ganz klar rausreden. Mein erstes Spiel, was ich richtig gespielt habe, war halt Nice 1, 2 und Autobahnraser 3. Ich sag mir das. Ne? Das waren meine ersten Spiele. Und wie gesagt, ich finde die immer... Also klar... Das sind wie Unfälle, aber die kann man ruhig schon mal spielen. Die sind schon scheiße, aber vor allem, also man kann sie mal mitnehmen. Ich sag mal so, es sind Unfälle, die man mitnehmen kann. Ich will das Spiel jetzt auch nicht so schlecht reden. Ich meine, es ist schon immer in Kindheit. Und ich war damals schon happy, als die damals immer bei den Computer-Bildspiele in der Box mit dabei waren, in der CD. Das war schon cool. Wichtige Verkehrsmeldung. Wer mit dem Auto. Was denkt mir? Das Spiel oder Radio Push FM? Momentan Radio Push FM fängt mir langsam mal sicher an, auf den Sack aufzugehen. Ja, genau, ja. Hier wird gerade einfach komplett hops genommen. Aber wir sind ja wieder in Berlin. Jetzt muss ich natürlich das Schwein wieder ausbrechen. Das passiert ja jedes Mal, wenn wir hier. Moin. Ja, hier einmal drüber da. Ja. Höhensprung. Das klingt ja wirklich wie 100% Scooter. Ich habe wirklich das Gefühl, die haben einen Scooter bekommen. Kann jemand mal googeln, ob Autobahnraser 4 wirklich Scooter bekommen hat? Ich meine, der ist für jeden Scheiß zu haben. Also wundern wir es mich nicht, bin ich ehrlich gesagt. Oi, Geld. Ja, klar. Ich finde auch gut, nur die Widder kriegen Infos. Ich als Wassermann stehen, bleib außen vor. Ja, gerade Swoosh FM ist ganz schön einseitig, muss ich sagen. Nur die Widder, also da finde ich frech. Ich als Wassermann möchte auch wissen, wie meine Sternzeichen sind. Ehrlich gesagt will ich es nicht wissen, aber ist besser, als jedes Mal von den Widdern zu hören, wo mir das vollkommen am Arsch vorbeigeht. Stimmt, die CDU und CSU hatte sich damals zu Autobahnraser, glaube ich, sogar geäußert. War es zum Spiel oder zum Film? Ich hatte auch diesen Artikel gelesen mit Autobahnraser ist pervers.
recht hart. Also man muss sagen, die CSU liegt meistens falsch, aber mit drei Autobahnradern pervers. Legend. Legend-Aussage, leider Gottes. Die Aussage ist legend. Die haben es zu Film und Spiel ausgekotzt, ja. Man muss aber sagen, der Film ist halt wirklich ganz schlimmes deutsches Trashwerk. Der Film ist halt wirklich so maximal deutscher Schundscheiß. Also, es ist wirklich. Hallo, wir können auch wieder rechts. Hallo, lenkt doch wieder ein! Also, der Film ist wirklich richtig schundige Scheiße aus Deutschland. Also, wirklich aus, straight up aus der Hölle. Autobahnraser, der Film basiert auf dem Spiel und zum Film gibt es ein Spiel. Ich habe das damals, obwohl ich noch klein war, schon als bescheuert empfunden. So, Autobahnraser, das Spiel, das, der Film zum Spiel und dann kam das Spiel zum Film, das Spiel. So, like what, welche Ebene willst du noch gehen? Das ist schon ein Film zum Spiel, wir brauchen kein Spiel zum Film, das macht gar keinen Sinn mehr. Das ist jetzt Quatsch, Leute. Da hat jemand den CDU-CSU-Beitrag rausgehauen. Sowohl das Computerspiel als auch der anstehende Film sind im Sinne der Verkehrssicherheit absolut pervers. Hier wird mit dem Leben von Menschen gespielt, sagt Dirk Fischer, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion laut Bild. Und mein Autobahnraser, der Grund, eine 14-Jährige ist vor vier wenigen Tagen bei einem illegalen Automobilsehen gekommen. Die Frage, ob die Teilnehmer natürlich im Fall überhaupt Computerspieler waren, deshalb wird der Ticket ungeklärt. Ja. Weil alle Leute, die Videospiele, Rennspiele spielen, sind auch Amokfahrer. Das ist auch ist ganz klar. Das ist dieselbe Sache wie der Zusammenhang bei Shootern. Das ist dasselbe. Ich finde auch geil in Amerika, also geil klingt jetzt falsch, da gab es jetzt auch wieder Amok, die Stars, bla bla. Keine Ahnung warum, die haben ja nur Waffen alle. Keine Ahnung, wie das so schnell zustande kommen kann da jetzt mal. Daran wird es nicht liegen. Nein, es muss eine andere Ursache haben. Da wird es auch wieder gesagt, die Videospiele sind schuld. Im Jahr 2022 ist das immer noch die Grundlage, auf der diskutiert wird. Ja, moin! Doch, durch Cooking Simulator bin ich Meisterkoch geworden. Es kann so einfach sein. Einfach Videospiele spielen und schon könnt ihr das im Spiel umsetzen. Es ist so einfach. Warum eine Ausbildung im Studio machen, wenn du einfach spielen kannst und das damit lernst? Krass. Das Geile ist, man merkt an meinem Fasting gar nicht an, ob ich betrunken bin. Autobahnraser so all over the place, dass es auch einfach normales Fahren sein könnte. Keiner könnte sagen, der Mann ist betrunken oder der Mann spielt einfach nur normal und versucht irgendwie die Karre im Griff zu halten. Das ist ganz praktisch. Ja, deswegen hat die US Army auch als Ausbildungsprogramm einfach eine Runde Call of Duty spielen. Das kann so einfach sein. Warum groß teure Ausbildungsprogramme haben, wenn Spiele reichen? Alter, der will mich doch verarschen, oder? Alter, dann will ich da immer weggeschubst. Ja, da wird einfach Gegenverkehrfahrer einfach mal komplett aus dem Leben gejallert. Auch nicht schlecht. Nein! Ah, er hat sich festgefahren, sie nimmt einen Sprung, dadurch verliert sie auch die Karre. Ja, natürlich tut sie das. Weil die KI hat mit der Fahrphysik genauso Probleme wie ich, das ist das Schöne. Ich bin nicht der Einzige, der komplett bescheuert damit umgehen kann. Oh, ich bin doch. Ich bin doch Erster geworden. Das hat man doch ganz klar gesehen. Der erste Platz war natürlich ganz klar, war das natürlich meiner. Ist natürlich absolut legitim. Wir haben gewonnen. Was passiert jetzt? Kommt jetzt noch eine Meisterschaft oder nicht mehr? Ah, internationale Rennen. Ah, und da gibt's ein neues Auto für sogar. Ui. Okay, es kommen noch ein paar Sachen. Ich dachte wirklich, das Spiel ist nur eine Stunde lang. Ich war verunsichert. Ich hab sie mit dem Mini gerade einfach direkt gegen den ersten Frost geschoben, den ich gefunden habe. Ich bin auch ein richtig legitimer Rennfahrer. Also ich bin auf jeden Fall der Typ, mit dem man auf jeden Fall gerne Rennen fährt. Warst du das Rennen verloren? Kann ich doch nicht dafür, dass du an einem Baum gestorben bist. Die haben das ja entwickelt, haben das fertig gemacht und ich sag so... Leute, das bringen wir jetzt auf den Markt. Das wird ein Hit. Das wird ein Hit. Nice 2 war schon von 98. Oh krass. Aber wie gesagt, ich fand Nice 2 echt geil. Ich sag auch, Nice 2 war, glaube ich. Ich glaube, also jetzt mal so aus dem Tiefen. Nice 2 war, glaube ich, das Spiel, mit dem ich sehr lange immer vor Weihnachten beschäftigt worden bin. Das klingt jetzt bescheuert, aber natürlich als Kind ist man als Heiligabend ein absolutes Nervenbündel und geht den Eltern maximal auf den Sack, weil man ja unbedingt seine Geschenke haben will. Kein Kind ist nett und toll vor Heiligabend. Es wird kein Kind geben, das geduldig erwartet. Ja, natürlich, Mama und Papa, warte ich noch kurz auf die Geschenke. Ne Scheißdreck. So, ich war natürlich auch eins dieser Kinder, denen ich meinen Eltern voll auf den Sack gegangen bin. Und natürlich musste man irgendwie die Zeit überbrücken, bis man dann rübergegangen ist. Bei uns war das so, ne, muss man kurz erzählen. Wir sind Heiligabend zu meiner Oma rübergegangen. Und da gab es die Geschenke. Meine Mutter ist halt immer in den Raum reingegangen, wo die Geschenke lagen, hat so eine Glocke gebimmelt, dass das Christkind da war. Dies, das. Ganze Brauchscheiße. So, und natürlich war ich dementsprechend komplett auf 180 die ganze Zeit vorher. Und da habe ich dann immer, damit ich meine Backen halte, durfte ich immer zocken vorher am PC. Durfte ich sonst nicht so viel, aber das war dann immer die Zeit, so viel du lustig bist. Und mein Vater hat mir damit immer Nice 2 angemacht. Und ich weiß, dass ich da immer mit dem Monster Truck rumgefahren bin. Aber wir sind wieder in Berlin, natürlich ist wieder der Schwein ausgebrochen.
Der Familienvater konnte sich nur noch durch eine... Waren wir die Einzigen mit so einer Glocke oder waren noch andere Leute, die da zu Christkind mit der Glocke... Also wie gesagt, wir sind zu meiner Oma rübergegangen, die hat ein Haus weiter gewohnt. Dann haben wir im Hausflur gewartet und mein Opa ist reingegangen damals immer und hat gesagt, ich guck mal kurz, ob das Christkind schon da war. Und dann immer über diese... Ist dann immer an die Glocke gegangen, hat gedingeldongelt, ihr wisst Bescheid. Und das war das Zeichen, wir können jetzt reingehen und uns die Geschenke anschauen. Das war ein ultra geiler Moment, muss ich sagen. Und ich bin auch ehrlich, wenn ich irgendwann Kinder haben sollte, werde ich genauso machen. Ich finde, also klar, natürlich können wir sagen, ja, es ist alles Einbildung, es gibt kein Christkind, es gibt kein Osterhasen, bla bla. Aber ich finde diesen Gedanken irgendwie cool. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde diesen Gedanken halt irgendwie cool. Und ich würde es, glaube ich, bei meinen Kindern genauso machen. Der Wunschzettel war ein Mysterium, egal was man draufgeschrieben hat, es war immer was anderes. Das Lustige ist bei Wunschzettel, bei uns war, wir haben immer die Ansage bekommen, so jetzt könnt ihr den Wunschzettel hinlegen, den hat man dann auf die Fensterbank gelegt und der war natürlich am nächsten Tag dann weg. Aber wir hatten, ich glaube, einen Otto-Katalog oder so zu dem Zeitpunkt damals noch. Ich glaube, hier hatte der Otto-Katalog. Auf jeden Fall. Und als Kind war man dann so krampfhaft, so, ich muss mir irgendwas wünschen. Und du warst eigentlich wunschlos glücklich. Du hättest einfach mal das scheiß Blach sein können, was du bist und nicht dir alles wünschen müssen. Und da bist du halt in den Otto-Katalog rein. Oh, ich hätte gerne das, dort hätte ich gerne auch noch. Am Ende hat man natürlich vielleicht ein Drittel davon bekommen, wenn überhaupt. Weil ich natürlich komplett alles haben wollte. Aber ja, oh, wir haben 30.000. Ja, nice. Aber können wir ja nicht kaufen. Nein, ich habe wieder Enter gedrückt. Ich hasse mich. Aber meine Eltern waren auch mit der Taktik damals so dran, so scheiß Noten oder nicht genug gelernt, Konsole weg. Ich bin ehrlich, ich weiß, dass die Taktik nicht zieht. Also bin ich ehrlich. Also ich glaube, ich bin auch mittlerweile bei Medien, die ja technisch dran sind. Wenn ich Kinder hätte, würde ich, glaube ich, schon die Kinder recht früh an Medien ranführen, weil ich ja Gott sei Dank, dass ich das als Beruf mache, relativ gutes Verständnis davon habe, was gut und schlecht ist. Autobahnraser 4 ist schlecht. Dass man die so nach und nach ranführt, aber dann natürlich im Maßen. Aber das zum Beispiel wieder, meine Eltern waren schlechte Noten, PS2 weg. Das hat natürlich überhaupt nicht geholfen. Und weil mir die Konsole weggenommen habe, habe ich mich plötzlich gemacht so, oh, Konsole ist weg, ich lerne nicht mehr. Scheißdreck. Da hat man dann eher die Blockade im Kopf gar nicht so, ja, wenn die mir die Konsole wegnehmen, mache ich jetzt gar nichts mehr. Das hat natürlich für gar keine Seite hilfreich. Das Spiel stößt komischerweise auch nicht ab, ne? Ich bin sehr verwundert. Oh ja, Alter, was ist denn los mit dir? Hallo! Vielen Dank, liebe Polizei. Darf ich weitermachen? Dankeschön. Wenn der Hahn kräht, nicht, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. So, das war die Weisheit des Tages von Radio Switch. Ja, liebe Leute, die Weisheit des Tages, wenn der Hahn kräht, ändert sich das Wetter oder halt auch nicht, ne? Das könnt ihr gerne mal allen Leuten direkt weitertragen. Die sollen auch wissen, wie das läuft. Also, wenn der Hahn kräht, ne, Wetter, dies, das, ihr wisst Bescheid. Cool. Radio Switch FM bringt uns immer wieder wichtige Infos, die überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Spiel haben, aber super lustig sein sollen und selbst, ich glaube, im Jahr 2002 keinen Mundwinkel verzogen haben. Aber da haben wir in 2002 noch so einen kaputten Humor, dass wir da so, willst du mal einen Hahn gebracht, wisst ihr? Es war voll lustig, Alter. Ich glaube, ich habe 2002 das schon nicht lustig gefunden. Und 2002 war ich 8, Leute. Ein 8-Jähriger hat sich lustig gefunden. Also da machst du was falsch, wenn du einen 8-Jährigen nicht begeistern kannst, Digga. Das ist schon keine Schwierigkeit. Als 8-Jähriger ist man noch sehr einfach. Da bringst du einfach nur einen dummen Spruch und es ist lustig. Aber wenn du die schon nicht begeistern kannst, dann hast du aber schon viel falsch gemacht. Eieiei. So, Upgrade erstmal K kaufen. Auto muss jetzt repariert werden. Dann zeig mir doch Schaden an, Alter. Oh, wir haben das maximale Tuning. Was macht man jetzt mit dem Geld? Wir haben jetzt ein White Body Kit. Es steht Turbo auf der Karre. Das ist schon ziemlich fancy, Alter. Komm, wir machen die mal blau-weiß einfach, ich Bock drauf hab. Gut, für das Geld können wir dann einfach Nitro kaufen. Und noch reparieren, oder haben wir schon voll repariert? Ich meine, mit 12.000, mit denen ich nichts mehr machen kann, wirklich nicht mehr. Es gibt keinen Progression mehr im Spiel. Wir können kein anderes Auto nehmen und unser Auto ist nicht mehr upgradebar. Wir hängen jetzt einfach da mit der Kohle, die wir haben. Fertig ist. Aber wir haben jetzt ein cooles White Body Kit. Und eine Hutze. Damit sind wir der geilste Motherfucker auf der ganzen Straße, Alter. Ja, das Brezelsuch Weichwurfsfest ist eine Anspielung. Verstehst du? Frau und Mann, Beispiel hat Löcher, das andere ist eine Wurst. Verstehst du? Da kann man die Wurst durch die Brezel, ne? Sexwitz. 2002. Eieiei, ob das nicht, also ich weiß nicht, ob das nicht grenzwertig war. Uiuiuiui. Da hat aber jemand über die Grenzen überschritten. Puh. Ja. Da war eine Bodenwelle, liebe Leute, die hat unseren Kadett einfach auf die Seite geschmissen, weil es gibt gar keinen Grund, dass das passiert ist. Yo! Triple Backflip Overdeck 9000! Tony Hawk wird stolz auf uns. Kriegen wir jedes Mal 10.000, Alter, wo soll ich die denn ausgeben? Ich habe da gar keine Möglichkeiten.
Es geht nach Paris, ah. Oh nein, der redet jetzt Französisch. Nein, ich will Swish Event wieder haben. Jetzt habe ich einen Franzosen. Natürlich an sich ist das total geil. Ja, genau. So funktionieren Unfälle. Also ich ist das Detail natürlich geil, dass der Radiomoderator jetzt Französisch redet, weil es macht Sinn, wir sind in Frankreich, aber man versteht jetzt halt gar nichts mehr. Jetzt redet einfach nur irgendein Zeug und man weiß nichts, was abgeht. Sorry, I don't speak croissant. Oui, oui. Alter, was ist denn los mit euch? Hört mal doch auf die ganze... Oh. Hier sind diese komischen Pyramiden, wie heißen die Dinger nochmal? Ist das beim Louvre oder wo ist das nochmal hier? Ihr wisst, diese komischen Gaspyramiden. Also, ne, wisst ihr, ich hab keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich bin maximal ungebildet. Yay! Aber er hat coolere Lieder. Der französische Boy hat ein paar andere Lieder am Start. Das ist schon die Abwechslung ganz gut. So, nächstes Rennen. London. Jetzt kann ich, jetzt verstehen wir zumindest wieder was. Das ist ganz praktisch. 20 bis 30 Euro haben die wirklich gekostet. Meine Fresse, dafür jemand Leute, dafür haben Leute Vollpreis ausgegeben. Also, aber jetzt mal ehrlich, es gab Leute, die das Spiel für normal gekauft haben und nicht nur im Rahmen der Computerbildspiele erworben haben. Es gab wirklich Leute. Oh, aber das Radio ist hier cooler. Hier redet der Radiomonitor mit deinen Zuschauern, ne? Da möchte jemand zu Besuchen kommen. Oh, jetzt sogar London Taxi sogar. Okay. Vor allem, die haben auch diesen britischen Akzent auch so maximal überspitzt reingemacht. So, yeah. Alright, mate. Britischer geht's halt kaum. Aber der ist halt irgendwie trotzdem von der Art und Weise, geht er mir weniger auf den Sack. Ich möchte ihn weniger erdrosseln im Bereich seines Berufs. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte diesem Mann weniger das Leben aushauchen. Ja, Fahrphysik. Einmal kurz wieder applaudieren, vielen Dank. Diese Crash-Physik ist manchmal einfach... Ja, da fliegt einfach ein Auto nicht gegen. Man kennt ihn. Ich hab zwei Sixpack da, solange du auf Corona stehst. Du kannst jedes Bier haben, was du möchtest, solange es Corona ist. Ja. Krassste Werbeplatzierungssatz, den man jemals in einem Film reingebracht hat, Alter. Es ist wirklich, mehr Werbeplatzierung kannst du in einem Satz nicht bringen, so. Du kannst jedes Bier haben, solange es Corona ist, so, Digga. Das ist Werbeplatzierung, denke ich, so Maximum, was an Werbung ging. Ja, Ausschweif in Marketing-Richtung. Am Sonntag kommt auch wieder eine neue Zero 5 Cap online. Ihr wisst ja, dieses Artwork davon, Need for Speed 2022 mit dem Nissan und dem Porsche, da ist ja das andere Zero 5 Logo drauf. Ja, das gibt's dann nochmal als All Black Cap ab Sonntag im Shop zu kaufen. Wisst ihr Bescheid bei Zero 5? 50 Stück. Ja, wer Bock hat, kann sich die gerne reinsneaken. Wie derselbe Qualität für jeder Alcantara-Schirm, komplett All Black. Richtig geile Qualität, ihr wisst Bescheid. Und unterstützt den Channel und Autoprojekte, die Stars, ihr wisst Bescheid, ne? Wollte ich nur mal kurz reingeworfen haben, Sonntag 12 Uhr. Ja, ich wollte auch eigentlich diesen Monat einfach mal ein bisschen den Insi-Modus mal aktivieren. Wer das nicht mitbekommen hat, einfach mal Insolvenz melden und einfach im Ausland Firma anmelden. Und ja, dementsprechend sich einfach Strafe machen. Da habe ich eigentlich mal Bock drauf gehabt. Einfach mal, ich wollte einfach mal eine Straftat in einem Video gestehen, Leute. Machen wir vielleicht bald mal, ne? Einfach mal eine Straftat im Video. Ja, einfach mal richtig dumm sein. Der Kliman ist auch ein angesagter Move. Ey, das Schlimme ist, beim Kliman stört es mich wirklich. Also beim Abo Red stört es mich 0,0, weil ich ihn von vorne hin einfach nur als asozialen, unsympathischen Penner empfand. Aber beim Kliman stört es mich wirklich, weil ich den einfach von der Art und Weise halt einfach ultra gemocht habe. Das stört mich einfach ultra hart, dass der. Wie gesagt, ich mochte ihn einfach von seiner Art. Jetzt mal scheißegal. Wie gesagt, hätte der einfach gesagt, jetzt mal ehrlich gesagt. Jo, ich verdiene mit dem Masken Geld. Ey, wer hat denn da was gegen gesagt? So, Digga, du bist Unternehmer. Es ist ja bei mir auch so. Ich sag ja auch so, ja, wenn ihr die Kappen kauft, verdiene ich damit Geld. Ja, stecke ich das Geldhüschen in meine Karren? Ja, ich bin da einfach ehrlich. Aber einfach zu sagen, jo, ich verdiene damit Geld, du bist Unternehmer. Niemand macht Sachen für nichts. Wenn du ein Unternehmen hast und eine Firma hast und Unternehmer bist, ein Selbstständiger bist, musst du natürlich Umsatz machen. Leute zu sagen, ich mache das alles nur aus reiner Nächstenliebe, ist Quatsch. Es ist wirklich Quatsch. Ich sag hier auch so, ich verdiene hier mit Geld, ich verdiene mit euren Subs Geld. Das ist halt mein Job. Also klar, habe ich damit Spaß dran und ich möchte euch unterhalten. Und es ist für mich wichtig, dass ihr hieran Spaß habt. Das ist mein wichtigster Punkt.
ich will euch nicht ausnehmen oder sonstiges, ich will, dass ihr Spaß dran habt. Deswegen habe ich auch Kooperationen nur mit Firmen, wo ich weiß, dass die zusammenpassen. So hatten wir zum Beispiel das, wo ich Overtake das Gran Turismo Tutorial gemacht habe. Habe ich Geld für bekommen, natürlich. Aber das habe ich eben gemacht, weil das auch zu mir passt. Es ist ein Rennspiel, ich mache dazu ein Tutorial, das haut hin. Deswegen, solche Kooperationen mache ich halt eben nur, wenn sie halt auch zusammenpassen. Und ich bin halt immer ehrlich mit euch. Mit allem, was ihr kauft oder pipapo, verdiene ich natürlich mein Geld. Wäre ja komplett bequatscht. Ich bin Selbstständiger und Unternehmer in gewissermaßen. Natürlich muss ich Geld machen. Luft und Liebe hat noch niemand die Miete bezahlt. Es ist, wie es ist. Da muss, also dementsprechend, bin ich natürlich ehrlich. Klar, ich lebe von YouTube und Twitch hier. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach so. Wenn ihr subbt oder donatet, davon bezahle ich meinen Lebensunterhalt und gehe auch vielleicht mal schön essen oder kaufe mir Teile für mein Auto. Ob ich das jetzt rein natürlich nur für meinen Lebensunterhalt ausgebe oder halt nur die Sachen drumherum, kann ja Bums sein. Es ist ja an sich mein Gehalt. Natürlich verdienen Leute unfassbar viel Geld teilweise mit YouTube und ich will mich auch jetzt nicht rausreden, dass ich recht zufrieden bin mit meinem Leben. Ich bin jetzt kein YouTuber, der jetzt hier seine 50.000 so in der Hinterhand hat, sondern ich lebe ganz gut, bin damit ganz happy und alles cool. Ich bin jetzt auch ehrlich, wenn jetzt ein YouTuber halt da wirklich seine 500.000 so in der Hinterhand hat, ey, dann ist es halt so. Man muss natürlich klar sagen, die Plattformen YouTube, Twitch und auch solche Werbedeals, die sind natürlich maximal überbezahlt. Das ist vollkommen klar. Bei bestimmten Reichweite kannst du Unmengen an Kohle verlangen. Ich kenne das ja von mir selber und ich weiß, wenn ich zum Beispiel auf Gamescom bin, was da an Summen bezahlt wird. Das ist teilweise einfach unverhältnismäßig, natürlich für den Arbeitsaufwand, den man hat. Wobei ich mir aber dann immer sagen muss, das hat sich ja jemand aufgebaut. Das kam ja einfach nicht aus nichts. Also man saß ja nicht einfach am PC und plötzlich so, ey, hier sind 50.000 für diesen Werbedeal. Nein. Deswegen zum Beispiel, ich gönn's halt jedem, wenn jemand mehr Geld verdient als ich, dann ist halt so. Der hat sich das kam ja nicht aus nichts. Es ist ja irgendwie aufgebaut worden. Deswegen bin ich da immer offen und ehrlich mit euch. Wenn ich damit Geld verdiene, dann verdiene ich damit mein Geld. So, ich bin bei sowas immer gerne ehrlich mit euch. Wie gesagt, deswegen zum Beispiel die Caps sind einfach eine gute Unterstützung. Aber ich finde sie halt eine ganz coole Unterstützung, weil ihr halt auch einen Gegenwert bekommt. Ihr kriegt halt zum Beispiel, wenn ihr Caps mögt, eine Cap zum Anziehen. Wie ist das? Wisst ihr Bescheid? Wie die Caps kosten Geld. Wie die verkaufst nicht zum Eigenkostenpreis. Also ich bin auch ehrlich, momentan, die letzten Jahre liefen bei mir wirklich nicht so geil. Weil bei mir halt dann Corona-Messen und so ausgefallen sind. Und viele Kooperationen, ich kann jetzt mal ehrlich sagen, wir hatten, einfach mal jetzt nur um so einen Zahlenraum zu werfen, die halt, wo man einfach sagen muss, was das krass, was Corona auch bei mir ausgemacht hat. Wir hatten, ich sage auch keine Firma, wir hatten im zwei Jahren war das, ne? 2020. Eine Kooperation mit einer Firma, wo wir das übermessen und so hätten wir zusammenarbeiten sollen. Und das, der Deal war auch abgeschlossen, also schon unterschrieben. Kam natürlich aber nicht zustande, weil wegen Corona die ganzen Messen nicht stattgefunden hatten. Hatten wir einen Deal von 30.000 Euro ausgemacht. Ich bin jetzt einfach mal ehrlich, was das Thema angeht. Ging wirklich um 30.000 Euro. So, waren auch einige Auftritte und Videoschnitt und so. Also war schon Arbeit. Brauchen wir nicht reden. Das war schon gute Arbeit, aber verhältnismäßig natürlich Quatsch für 30.000, was normal Einkommen bei einem jemand wäre. Das kam natürlich am Ende nicht zustande. So. Und man muss so sagen, solche Messen und solche Deals halten mich, sagen wir mal, das Jahr über ein bisschen immer relativ in der Balance. Und das ist die letzten zwei Jahre nicht gefallen. Und jetzt könnte man nicht meinen, ja, ist ja Bums, du hast ja sonst so viel Arbeit mit YouTube und pipapo. Und nein, wenn ich ehrlich bin, diese Messen haben immer ein Viertel bis Fünftel des Jahres auf jeden Fall getragen. Viertel bis Fünftel des Jahreseinnahmen waren Messen und solche Werbedeals. Wie gesagt, die letzten beiden Jahre halt ausgefallen sind. Die letzten Jahre, beiden Jahre liefen jetzt nicht unbedingt rosig, bin ich ehrlich. Weil natürlich kann man jetzt sagen, so 30.000 bis 40.000 klingt viel. Ihr müsst aber rechnen, ich zahle über 40% Steuern. Und also die 30.000 klingen jetzt viel, aber davon sind halt über 40% gegen den Vaterstaat. So, also dementsprechend aufs Jahrestechnische runtergerechnet ist dann nicht mehr so viel übrig. Das müsst ihr berechnen. 30.000 klingt so viel, aber ich zahle halt, wie gesagt, das ist vor Steuern. Also das müsst ihr ganz berechnen. Das klingt jetzt super viel, aber wie gesagt, nach Steuerabzug und pipapo und wenn man dann das aufs Jahr runterrechnet, wie gesagt, das ist ja eine Sache, die aufs Jahr gerechnet werden muss. Aber ich will das einfach mal ehrlich gerade mit euch mitteilen. Aber wie gesagt, das kam halt nicht zustande, weil das war der Moment, wo Corona losgekickt hat. Und ja, da war ich schon sehr happy drüber, dem Deal, weil das war halt, brauche ich nur reden, das war für mich auch unfassbar viel Geld. Das ist auch jetzt keine Summe, die so Standard bei mir ist. Geil wär's. Und da habe ich mich natürlich riesig drüber gefreut und dann hat es so nach und nach Corona losgekickt und dann kam so, ja, wir müssen das absagen, ist okay, dann kam die Ansage, wir müssen dann vielleicht das Budget nochmal abändern, ist so, alles gut, machen wir. Aber dann kam Corona so richtig im Laufen, da war mittendrin, dann waren noch 2-3 Monate klar, okay Leute, wir müssen das Ding komplett canceln, was sollen wir machen? Da können wir jetzt nichts mehr machen, das
wir können es ja nicht umsetzen. Ja, und dann war das Geld halt einfach putsch. Deswegen hoffe ich, dass Gamescom dieses Jahr vielleicht stattfindet und sowas. Und ja, deswegen, ich wollte bei sowas einfach, möchte ich mit euch einfach offen und ehrlich sein. Ich verdiene damit gut Geld, bin da ehrlich. Und ich bin auch immer ehrlich, also im Verhältnis zu dem, was ist Arbeitsaufwand technisch, ist es klar, ist natürlich überbezahlt. Aber da möchte ich dann auch einfach mal so frech sein und sagen, ja, ich habe mich scheiße auch erarbeitet. Das kommt ja auch, du setzt dich ja nicht einfach an den PC und dann plötzlich so, ja, hast du 5.000, 6.000 Euro. Nein, das kommt ja nicht von ungefähr. Weil solche Sachen, muss man auch sagen, natürlich können wir, oh, 30.000 ist nicht viel. Ja, aber die legst du dir auch zurück als Puffer. Die ballerst du ja nicht direkt komplett in die Binsen, sondern die nimmst du als Puffer, falls YouTube mal einen Monat meint, das ist das Problem ja von YouTube und Twitch, dass es sehr unvoraussehbar ist, dass du natürlich dann einen gewissen Puffer hast, mit dem du dann arbeiten kannst, wenn es mal einen Monat schlecht oder Geld zurück hast. Weil, um es mal kurz der Selbstständigkeit vorauszusagen, man hat Vorauszahlungen. Man zahlt jedes Vierteljahr zahle ich eine gewisse Summe an Steuern voraus. Wenn ich weniger eingenommen habe, als die Steuern vorausgezahlt worden sind, kriege ich natürlich Geld zurück. Aber, wie gesagt, die sind erstmal zu vorauszuzahlen. Das Geld musst du natürlich dementsprechend immer haben. Ja, ich bin ehrlich, ich würde gerne Content createn, auch grundsätzlich im Auto-Tuning-Bereich. Problem ist, da musst du halt erstmal eine brutale Basis aufbauen, dass das finanziell immer stemmbar ist, weil es halt einfach immer teuer ist. Du gibst halt für jedes Video immer Geld aus, ne? Ich glaube, meine Freundin kann das am besten berichten. Ich bin nie hundertprozentig nicht bei der Arbeit. Also klar, wie gesagt, manche Leute arbeiten an sich mehr am Schreibtisch und pipapo, aber ich, egal wo ich unterwegs bin, ich habe ja immer mein Handy dabei. Weil ich muss ja immer im Blick haben, wenn Firmen schreiben oder wenn irgendwas ist mit dem Kanal oder. Also man hat ja nie Auszeit, selbstständig als eben selbstständig, wisst ihr, wie ich meine. So, weiter geht's. Wir haben immer noch Kohle, die wir nicht mehr ausgeben können, weil wofür auch? Mittlerweile 70.000 und ich habe keine Ahnung mehr, wohin mit dem Geld. Das klingt jetzt vielleicht komisch rüber, aber es ist für mich jedes Mal Privileg, dass ich diesen Beruf so ausführen darf. Also, dass ihr das Ganze mal schützt. Wie gesagt, heute auch vielen Dank die ganze Zeit für die ganzen Subs und Donations, auch wenn ich mich dafür natürlich betrinke, aber ist ja erst meckern, aus welchem Grund ihr subbt. Weil, wie gesagt, es ist für mich nicht selbstverständlich, dass das so ist. Also, da bin ich auch ehrlich. Ich sitze jetzt hier nicht vor und denke mir so, ah, ist schön, dass ich von den ganzen Deppen bezahlt werde, beziehungsweise meine Videos schauen. Nein, ich denke, ich stehe jeden Morgen wirklich mit dem Gedanken auf, so, es ist ein Privileg, dass ich das als meinen Beruf nehmen kann. Also, ist ja auf keinen Fall selbstverständlich, dass man das als seinen Beruf sehen kann. Brauchen wir nicht drüber reden. Wie gesagt, ich sehe das überhaupt nicht als Selbstverständlichkeit an, sondern als wirklich großes Privileg, dass ich das so machen darf, wie ich das machen darf. Und da, wie gesagt, geht das große Riesendank natürlich an euch raus, weil ohne Leute, die Community hier supporten würden, könnte ich das ganze Ding natürlich direkt in den Nagel hängen. Ehrlich besoffen, Luke. Es merkst du wirklich so, ne? Ey, sobald ich ein bisschen was getrunken habe, bin ich sowas von ehrlich. Das ist abnormal, Alter. Alter, könnt ihr mal auf, um mich die ganze Zeit zu rammen? Was zum Gottlösen ist das? Das Ding grüßt dich. Das ist Autobahnraser 4. Eins der Spiele aus dem Hause Davilex, einem deutschen Entwicklerstudio, was zu viel Koks geschnüfft hat. Ui, 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 magnifik. Wir sind doch in England gerade, Digga. Das ist doch gar nicht mehr Frankreich, wie kommst du jetzt auf... Der erste Teil war sogar gut, das denn. Der erste Teil war sogar noch ganz in Ordnung, der zweite Teil wurde dann schon schwierig, der dritte Teil war auch schon trash, aber der vierte Teil ist der schlimmste. Du glaubst gar nicht, es wurde nicht besser. Davor war es besser. Davilex in Holland da? Oh, Davilex aus das in Holland? Warte, was? Davilex ist ein holländisches Studio, machen nur deutsche Spiele? Was haben die denn geschnupft damals? Wie, Davilex ist holländisch? Meine ganze Welt bricht zusammen, ich sag wie das. Dann, Entschuldigung, ich nehme zurück mit verkokst, die waren verkifft. Wait, was? Aber das Spiel ist ja nur... Die haben jetzt einfach, die haben den Apoet-Move gemacht. Die haben sich einfach Insolvenz gemeldet und haben dann in Holland ein eigenes Studio aufgemacht. Smart, der Insi-Move. Ich sage euch, der Insi-Mode. Einfach mal machen, Leute. Aber Davilex, man muss auch sagen, Davilex klingt auch einfach komplett scheiße. Ich möchte den Jungs wirklich nicht an die Karre pissen, aber Davilex klingt auch als Entwicklerstudio einfach so trash. Also Davilex ist auch kein schöner Entwicklername. So, ey, Ubisoft, das klingt alles so schön, das hat so ein bisschen Bums dahinter. Davilex. Das klingt, nee, so wie Zinetic, das war auch so, die Spieler waren zwar ganz cool, aber Zinetic klingt halt auch trash. Und den Deutschen, den Film hat Konstantin Film gemacht, das ist halt auch kein Qualitätssieger, muss man sagen. Der Film kam von Konstantin Film, die sind jetzt auch nicht unbedingt für deutsche Premium-Produktionen bekannt. Und hier noch eine Blitzer-Warnung.
Fuß vom Gas auf der Prenzlauer Allee. Ja, die Blitzer waren noch halt backen jetzt. Aber das Spiel gab es, glaube ich, wirklich nur auf Deutsch, oder? Es gab es nicht auf Holländisch, oder? Gab es noch holländische Version? Es gab auch über keine Englisch. Es gab nur Deutsch zur Auswahl. Hey, ein holländisches Spiel, was für Deutschland entwickelt. Was ist denn das für ein komischer Zusammenhang, Alter? Was ist denn das für eine Mische? Wir hätten da gekifft bei denen. Alle, natürlich sind Holländer, aber bestimmt konntest du den Film auch Schuhe des Malentus machen. Okay, die haben nicht nur schlechte Filme gemacht. Automar Raser war jetzt aber nicht unbedingt ein Highlight, der. Okay, Werner ist auch noch. Okay, Konstantin Film hat nicht nur scheiße gebaut, ich nehm's zurück. Schuldes Money Too und Werner sind schon sehr gute Filme. Vor allem der Werner-Film ist echt gut. Okay, nur der Fast Furious vor allem. Fast Furious für Arme vielleicht. Der Autofahrer-Film ist scheiße. Ich verstehe auch nicht, wie man so viel Schaden im Rennen kriegen kann, dass man jemals die Reparaturdinger bräuchte. Jetzt mal ehrlich, Alter. Ich kann die Karre gar nicht so kaputt fahren. Also, ich fahre schon scheiße, weil ich mit der Fahrphysik nicht klarkomme und nicht, weil ich besoffen bin. Das letzte Rennen findet in Las Vegas statt, weil es ja Finale, weil. War natürlich gar keinen Sinn, aber es ist jetzt halt Las Vegas, Leute, weil Las Vegas, die Stadt der, keine Ahnung, es ist halt, mein Gott, es ist halt Las Vegas, brauchen wir irgendwelche Gründe dafür? Ich nehme den Wagen jetzt in Rot-Grün, fertig. Okay. Autobahnrasensieg, keine Autobahn. Ja, das war ab dem zweiten Teil, hat man das Ding nicht mehr so ernst genommen. Ich verstehe es auch nicht. Es ist halt wirklich, der Name macht halt gar keinen Sinn mehr. Jetzt sind wir auch nebenbei beim Highway Racer und nicht mehr Autobahnraser. Und, ach krass, die haben ja sogar andere Polizeiwagen bekommen. In Las Vegas gibt es andere Polizeiwagen. Guck mal hier, da hat man sich mal Mühe gegeben. Ach, fuck it, Alter. Guck mal hier, die fahren im Palas. Jedes andere Land fährt die scheiß Opel, Ford, Omega, so was immer der Buden dort sind. Außer die USA, die fährt andere Kfz. Ja, moin. Geht ja San Andreas für Arme, ja. So ein bisschen. Ich hab Need for Speed Payback. Also, Need for Speed Payback Pre-Alpha Version. Ich glaube Payback und so, das ist schon ein Kompliment für das Spiel. Sei der Pre-Alpha ist euch sogar besser aus als das, was hier verzapft worden ist, Alter. Eieiei, let's go Tango, ja, Digga. Erstmal Runde Tango. Wir sind an irgendeinem Flughafen, ja, von dem fahren wir dann wieder weg. Was ist das? Ja, keine Ahnung. Vor allem, dass die ganzen gerade sprechen, jetzt auch so einen brutalen Ami-Akzent hat. Junge, Junge, Junge. Die Holländer haben auch damals die Rassismuskeule auch so richtig hart geschwungen, Junge, Junge. Aber das wird erklärt mit dem Weißwurst in Bayern, wenn es keine echten Deutschen waren, sondern Holländer. Deutsche hätten nie gesagt, wir fressen nur Weißwurst und hier, ne, Bier. Die hätten so ein bisschen noch Anstand gehabt und gesagt, ja, wir essen auch normale Nahrungsmittel. Auch und Sauerkraut natürlich auch, aber nicht nur Sauerkraut, versteht sich. Hab ich mal, ja, ja, komm. Ich hab eh gewonnen. Ich hab 100 Punkte, Alter. Wie mehr. Ja, ist doch gut, Fahrphysik, übertreib's doch nicht ganz. Yay, yeah, Finale. Das war's. Wir haben 300 SL gewonnen. Das sieht dann 1:1 wieder aus. Du hast gezeigt, wer der wahre König der Autobahn ist. Wir sind kaum Autobahn gefahren. Du bist der Gewinner, ein großzügiger Scheck und dieser coole Wagen gehören jetzt dir. Weil da hat jeder Fahrer seinen eigenen Wagen. Oh, bitte nicht. Warte mal, hat jeder Fahrer... Nee, hä? Wo haben die anderen Autos jetzt her? Ah, nee, die haben alle ihre zweiten Autos jetzt frei. Ah! Ah! Du kommst rein, ob du willst oder nicht. Okay, nehme ich als Drohung, aber ich akzeptiere es. Weil die haben alle neue Autos bekommen. Auch kann man die auch noch tunen? Scheiße, müssen wir ja noch einen Run machen fast. Du hast diesen Wettkampf schon beendet. Warte mal, kann ich jetzt nochmal neu anfangen? Warte mal. Ich nehme mich jetzt einfach ABC. Ich habe keinen Bock, den Namen anders zu schreiben. So. Kann ich die anderen Autos auch wählen? Nee. Hä? Die sind wirklich nur für das Quickplay. Was zum Fick? Wer kam denn auf die dumme Idee? Die sind ja nur wirklich für den... Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.